Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Wir sind heute bei Professor Dietmar Deichend in der Praxisklinik an der Isar. Herr Professor, danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Ich danke Ihnen, dass Sie mich besuchen, Herr Ranzinger. Ich freue mich heute sehr auf die Sendung. Wir haben eine sehr spannende Sendung vor uns. Und zwar möchten wir Ihnen heute so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Es geht um Fragen, die Ihnen Patientinnen, Patienten im Praxisalltag immer wieder in der Sprechstunde stellen. Und es geht auch um Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben. Welchen Stellenwert spielen denn Gespräche bei Ihnen im Praxisalltag? Also in meinem Praxisalltag einen großen. Aber ich denke, ein Anamnesegespräch, was ja die Grundlage eines jeden Arztkontaktes ist, muss sich in Länge, Ausrichtung und auch inhaltlich daran ausrichten, weswegen der Patient kommt. Also die Beschwerden des Patienten geben das vor. Es ist ja klar, dass wenn jemand mit einer schlichten Erkältung kommen würde, dass man dann nicht so lange fragen muss. Es ist schließlich nur eine Erkältung. Bei anderen Problemen internistischer Natur, schmerztherapeutisch, osteologisch, die Knochen betreffend, fällt die Anamnese deutlich länger aus. Da gibt es viele Relevanzen, die man abfragen muss, die sich dann später auch in der Interpretation von Bildergebnissen zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt oder aber auch in der Therapieentscheidung. Nicht? Ich kann ja nicht die gleiche Therapie für jemanden wählen, der eine Grunderkrankung hat, beispielsweise in der Verstoffwechselung von Medikamenten. Gibt es ja auch irgendwelche Probleme gelegentlich in der Leber oder ähnliches, als bei jemandem, der diese Grunderkrankung nicht hat. Also ja, das Gespräch ist wichtig. Ja. Und ich höre das auch immer wieder von Patienten, die sagen, bei Professor Deichend fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Der interessiert sich, der hört mir zu und der nimmt sich die Zeit eben für das Gespräch vorab. Oder dann natürlich auch, ich kann mir vorstellen, zum wiederholten Male, wenn dann eben die Behandlung fortschreitet. Ganz richtig, also wir unterscheiden zwischen der Erstanamnese und der sogenannten Folgeanamnese. Die Folgeanamnese dient ja vornehmlich auch dem Umstand, einen Therapieerfolg zu kontrollieren oder auch einen Misserfolg aufzudecken und vor allem auch mögliche Nebenwirkungen einer Medikation zu überprüfen. Die Patienten sind ja heute, ich sage das gerne glücklicherweise, aufgeklärt. Das empfindet nicht jeder meiner Kollegen so. Es gibt aber einen großen Nachteil in Dr. Google. Man findet natürlich viele Informationen und es führt häufig auch zu einer Verunsicherung. Also ich werde häufig gefragt, wenn ich ein Medikament neu verordne, was möglicherweise die nächsten Jahre dieses Menschen begleiten wird. Ja, ich habe gelesen, das hat so viele Nebenwirkungen. Und dann antworte ich eigentlich immer, und das meine ich auch so, nein, Sie haben gelesen, dass es viele Nebenwirkungsrisiken gibt. Ob Sie diese Nebenwirkungen dann bekommen, ist natürlich nicht sicher und steht dann statistisch. Und da kann man dann wieder auch Nöte und Sorgen tatsächlich auch mal mit einer Statistik teilweise nehmen, indem man sagt, naja, schauen Sie, einer von 1000, das sind ja nun nicht so viele und so weiter. Es geht also nichts über das individuelle Gespräch zwischen Patient und Arzt, eben dem Experten, der das dann auch individuell für den Patienten einordnet. Es ist die Grundlage des Vertrauensverhältnisses. Es gibt Patienten, die kommen mit einem grundsätzlich Misstrauensverhältnis. Und das kann man umwandeln in ein Vertrauensverhältnis. Es kommen aber auch sehr, sehr viele, die haben ein hohes Vertrauen in den Arztberuf. Das kann man natürlich aber auch erschüttern, indem man eben all diese Dinge nicht beachtet, dass ein Mensch eingefangen werden muss. Und mit eingefangen meine ich eher aufgefangen, ja, in seinen Sorgen und Nöten. Und das würde uns beiden doch nicht anders gehen, wenn jemand Ihnen oder mir sagt, Sie müssen jetzt die nächsten Jahre diese Tablette nehmen und bitte vergessen Sie sie nicht oder diese Spritze. Da würde ich auch denken, wow, was passiert denn die nächsten Jahre mit mir, wenn ich das tue? Und das muss man tatsächlich kritisch besprechen. Und vermutlich immer wieder eben über diesen längeren Zeitraum. Ja. Wir möchten heute ja ein paar Fragen stellvertretend für Sie, für die Zuschauerinnen, für die Zuschauer, für die Patienten stellen. Und die erste Frage, die uns erreicht hat, und das überrascht mich nicht, Sie sind ausgewiesener Spezialist in Sachen Knochenerkrankungen. Wir haben viele Sendungen schon gemacht über Osteoporose. Und die erste Frage lautet,
Wieso wurde bei mir Osteoporose festgestellt, zum Beispiel mit dem DXA-Verfahren, und durch ein anderes Verfahren, zum Beispiel QCT, widerrufen? Wie kann das sein? Widersprüchliche Aussagen. Gut, das ist tatsächlich eine komplex zu beantwortende Frage. Dazu muss man erst einmal erklären, was machen diese beiden Verfahren. Beide Verfahren, das eine nennt man DXA, das andere CT, QCT oder PQCT, sind Verfahren, die Bilder machen. Es sind bildgebende Verfahren, die mit Röntgenstrahlung arbeiten. Beide Verfahren möchten gerne die Knochendichte bei einem mutmaßlich an Osteoporose erkrankten Menschen untersuchen. Diesen Anspruch haben beide. Mhm. Die Frage ist nun, wie gut erfüllen diese technischen Verfahren diesen Anspruch? Und dazu muss man sich beim DXA-Verfahren ansehen, dass dieses eine sogenannte Flächendichte misst. Eine Flächendichte, das kann jeder Patient, der einen DXA-Befund in Händen hält, selber überprüfen, wird angegeben in Milligramm pro Quadratzentimeter. Das heißt, man misst einen Calciumapatitgehalt in einer Fläche. So viel dazu. Jetzt fragen Sie einen früheren Physiklehrer irgendwann mal, ob Dichte etwas Dreidimensionales ist oder etwas Flächiges. Dann wird er Ihnen sagen, Dichte ist Masse pro Volumen. Ja. Masse pro Volumen kann ich aber nicht in einer Fläche messen. Das muss ich in einem dreidimensionalen Verfahren messen. Und das geht nicht mit der DXA-Messung, das geht nur mit einer Computertomographie. Die Computertomographie zeichnet sich dadurch aus, dass die Röntgenröhre um das Untersuchungsgut kreist. Aha. Die steht nicht einfach da und macht ein Bild wie beim Röntgenbild, sondern die kreist um das Untersuchungsgut und dadurch erhebt sie dreidimensionale Schnittbilder und kann auch dreidimensional wirklich Dichte messen. Und mit der CT, das muss ich jetzt loswerden, mit der CT haben Sie eben keine Flächendichte, sondern eine echte physikalische Dichtemessung. Das heißt, DXA kratzt nur an der Oberfläche, könnte man sagen. Und CT geht dann wirklich in das Volumen, in den Raum hinein. Genau. Also das Kratzen an der Oberfläche, darüber kann man streiten, aber es ist wirklich eine Flächendichtemessung. Mhm. Und wenn Sie sich jetzt mal Folgendes vorstellen. Es gibt eine Arthrose. Was ist denn Arthrose? Es ist eine degenerative Erkrankung. Die gibt es auch an der Wirbelsäule, bei den Facettengelenken. Da lagert sich vermehrt Kalk ab. Der Knochen wird härter. Und wenn ich jetzt dort eine Flächendichtemessung mache, habe ich unter Umständen ein falsch negatives oder ein falsch positives Ergebnis aufgrund des Umstandes, dass ich nur eine Flächendichte an einem arthrotisch veränderten Knochengerüst messe. Mit der Computertomographie kann mir das nicht passieren, auch wenn es eine Arthrose da ist. Ja, es wird trotzdem eine echte Dichte gemessen. Wir möchten ja heute verschiedene Fragen beantworten, die Ihnen im Praxisalltag immer wieder gestellt werden, die wir auch per E-Mail eingereicht bekommen haben. Osteoporose haben wir schon einige Sendungen gemacht. Sie gelten als einer der Experten in Sachen Knochenerkrankungen. Ganz kurz, was ist Osteoporose? Osteoporose ist nicht nur eine Knochendichteverminderung, wie das oft noch immer in den Köpfen der Menschen ist. Die Definition der Osteoporose wurde auch schon vor längerer Zeit dahingehend geändert, dass man davon spricht, dass Osteoporose ein Verlust an Knochendichte ist, also Calciumapatitgehalt des Knochens, und ein Verlust an Knochenmasse. Diese beiden Kriterien sollten zutreffen, damit wir von einer Osteoporose sprechen. Ich erlebe das gar nicht selten, dass wir Patienten haben, die zum Beispiel eine verminderte Knochendichte haben, ihre Knochenarchitektur, die wir aber mit der CT sehen und ausmessen, ist noch so gut, dass diese die verminderte Knochendichte kompensiert. Und dadurch ist der Knochen gar nicht mal so bruchgefährdet, wie das den Anschein machte, als man sich nur die Dichtewerte angesehen hat. Mhm. Das heißt, beides zusammen zu untersuchen, ergibt dann letztlich erst das Bild, das man haben möchte, um auch über Knochenbruch zu sprechen. Wir haben ja darüber mal eine Sendung gemacht. Ja. Knochenbruchrisiko ist ja das, was den Menschen interessiert. Ich spüre doch nicht, ob meine Knochen hohl sind. Ich spüre auch nicht, wie viel Calciumapatit in meinen Knochen ist. Ich spüre es aber, wenn ich mir was breche. Und das ist für mich relevant. Und das will ich von meinem Arzt wissen. Ich will wissen, breche ich mir einen Knochen, wenn ich mit dem Radl stürze? Und diese Frage zu beantworten ist viel schwieriger,
als man es gemeinhin denkt. Und es wird leider viel zu schnell fahrlässig auch behauptet, Sie haben ein erhöhtes Knochenbruchrisiko. Aber was behauptet es? Stellen Sie sich vor, ich sage Ihnen, Sie haben ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Was bringt Ihnen das für Ihr Leben? Ja, klar. Das bringt Ihnen nichts, außer dass Sie Angst haben. Ja. Und Sie versuchen es so schnell wie möglich zu vergessen. Ja? Weil Sie möchten nicht immer daran denken, dass Sie ein erhöhtes Schlaganfallrisiko haben. Eine Angst ist nur ein Hemmschuh. Diesen Hemmschuh wollen Sie aber nicht anziehen, weil er bringt Sie nicht weiter. Er bremst Sie nur aus. Das heißt, wenn wir über Risiken sprechen im Zusammenhang mit Erkrankungen, Risiken im Zusammenhang mit medizinischen Belangen, dann müssen wir diese Risiken möglichst konkret formulieren. Ja. Und so konkret wie möglich, damit der Patient auch einen Mehrwert hat. Und wenn man dieses Damoklesschwert, Knochenbruch, Risiko, das ist ja sehr unangenehm, damit leben zu müssen, dann möchte ich, wie Sie sagen, eine möglichst konkrete Aussage haben. Und damit verbunden ist ja auch das Sturzrisiko. Und wie man das Sturzrisiko konkret ermitteln kann, dazu gibt es unter anderem einen Test. Und den machen wir gleich. Die Sprechstunde heute mit Ihren Fragen. Fragen, die Patientinnen und Patienten immer wieder in der Sprechstunde bei Professor Deichen stellen. Professor Deichen, wir möchten jetzt einen Test machen, um das Sturzrisiko zu ermitteln. Und dazu haben wir jetzt eine Liege, die Sie, glaube ich, normalerweise für osteopathische Behandlungen benutzen. Genau, aber weil es jetzt hier einfach schöner ist, filmen wir das hier. Wissen Sie, wenn wir von Sturzrisiken sprechen, dann spielen ja viele Dinge eine Rolle. Zum Beispiel hat der Mensch eine Sehstörung, hat eine neurologische Störung. All das spielt ja in das Gesamtrisiko hinzufallen, wenn man beispielsweise eine Straßenbahn besteigt, spielt das ja eine Rolle. Mhm. Aber die Medizin bemüht sich um standardisierte Testverfahren, um das Sturzrisiko einzugrenzen. Und was ist maßgeblich verantwortlich für Sturzrisiko? Ob ich eine gute Muskulatur habe und ob ich sie einsetzen kann. Und da gibt es den einfachen sogenannten Stuhltest. Mhm. Da bittet man die älteren Herrschaften, mehrheitlich sind es ja ältere Menschen, innerhalb von 10 Sekunden so oft wie möglich, ohne Zuhilfenahme der Hände, aus einem sitzenden Zustand aufzustehen. Und das können wir mal simulieren. Dann werde ich das jetzt mal stellvertretend machen. Das heißt, in 10 Sekunden. Genau. Mhm. Dann wollen wir mal starten. Gut. Die 10 Sekunden laufen ab jetzt. Mhm. Und sind Sie jetzt um? Nein, noch nicht. Aber jetzt sind Sie rum. Gut, also Sie haben mehr als 5-mal geschafft. Das ist so die Grenze. Wenn es weniger als 5-mal sind in 10 Sekunden, dann notiert man, wie viele Male. Es gibt ältere Menschen, die schaffen es gar nicht, ein einziges Mal aufzustehen, ohne sich irgendwo abzustützen. Dann gibt es welche, die schaffen das einmal, andere schaffen es vielleicht 2-mal. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Denn diese Muskulatur im Becken-, Rumpf- und Beinbereich ist extrem wichtig für die motorische Sicherheit eines Menschen. Das heißt, wenn diese Muskulatur schwach ist, man nennt das auch Sarkopenie, und diese Muskulatur schwach noch nicht einmal gut eingesetzt werden kann, dann hat dieser Mensch natürlich ein extrem hohes Risiko zu stürzen. Das liegt auf der Hand. Natürlich. Und durch den Test kann ich dann eben schon mal eine Aussage zumindest ableiten. Sie gelten ja als einer der Osteoporose-Spezialisten in Deutschland. Und in dem Zusammenhang sind einige Fragen bei Ihnen eingetroffen. Zum Beispiel sagt Frau M., mir wird empfohlen, täglich 1000 Milligramm Calcium rein vorsorglich zu nehmen. Ist das richtig? Das halte ich nicht für sinnvoll. Diese pauschalen Empfehlungen sind zum Teil sogar gefährlich. Denn was man wissen muss, ist, im Regelfall hat ein Mensch einen täglichen Kalziumbedarf, den er ja aber zu einem großen Teil, je nachdem wie er sich ernährt, über die Ernährung schon befriedigt. Ja? Mhm. Also zum Beispiel jemand, der viele Milchprodukte konsumiert, nimmt ja mehr Kalzium zu sich als beispielsweise ein Veganer. Das heißt, wir gehen üblicherweise so vor, dass wir eine Kalziumanalyse
Anamnese machen. Die Menschen legen also ihre typische Ernährung offen und zwar sehr detailliert. Dann rechnen wir aus. Zum Beispiel, sie nehmen täglich 1000 Milligramm Kalzium über die Nahrung zu sich. Wenn dieser Mensch dann noch eine 1000er Tablette dazu nimmt, sind wir, einfache Rechnung, bei 2000. Ja. Und da steigt dann schon das Nierensteinrisiko an, das Atherosklerose-Risiko. Und ein Mensch, der beispielsweise schon eine fortgeschrittene Herzerkrankung hat mit Verkalkung der Herzkranzgefäße, der sollte natürlich nicht einfach nochmal 1000 Milligramm Kalzium dazugeben, weil dann befeuert er ja auch seine koronare Herzerkrankung. Also nein, das ist nicht sinnvoll. Das also muss differenziert betrachtet werden. Das heißt, eine pauschale Aussage funktioniert nicht. Dazu sind eben die Menschen, die Patienten, individuell zu verschieden. Ich möchte noch mal auf die Stabilität der Knochen, bevor wir die nächste Frage dann eines Zuschauers stellen. Das Knochenbruchrisiko. Wie können Sie denn überhaupt vorhersagen, wie hoch das Knochenbruchrisiko ist? Also man ermittelt mal anhand des Knochenzustandes, sprich Knochendichte und Knochenarchitekturuntersuchung, das Risiko, dass dieser Knochen bricht. Mhm. Im Grunde wie in einem Reagenzglas unter virtuellen Bedingungen sieht man sich das an. Dieser Knochen steckt aber in einem Menschen. Und da kommen wir erst zum Knochenbruchrisiko, wie es klinisch relevant ist. Das heißt, zum Knochenbruchrisiko, das für den Patienten praktisch relevant ist, gehört seine Körperhaltung. Dazu gehört seine neurologische Kompetenz, dazu gehört die motorische, die biodynamische Kompetenz und die Lebensgewohnheiten. Macht er Risikosportarten oder eher nicht? Und all diese Dinge spielen eine Rolle. Und dann kommt man zu einer vernünftigen Knochenbruchrisikoeinschätzung, die aber immer, und das sagt das Wort schon, eine Einschätzung bleibt. Ja, also wieder eine umfassende Untersuchung, ein ganzes Bild, um dann eine möglichst genaue Aussage treffen zu können. Eine weitere Frage, die haben wir per E-Mail bekommen. Welche Aussagekraft haben denn Blutwerte? Macht es denn Sinn, diese zu untersuchen? Und welche Aussagekraft haben sie? Also, wenn eine Osteoporose erstmalig diagnostiziert wird, sie ist also neu diagnostiziert, dann macht die Untersuchung gewisser Blutwerte sehr viel Sinn, weil wir möchten ja wissen, ist die Osteoporose dieses Menschen die Folge einer anderen Erkrankung, die wir vielleicht noch gar nicht gefunden haben, dann wäre es ja falsch, nur die Osteoporose zu behandeln, während die Grunderkrankung, die das erzeugt, fortbesteht. Dann kann die Therapie nicht gut wirken. Das heißt, man macht dann eine klinische Blutdiagnostik zum Ausschluss sogenannter Primärursachen. Wenn das geschehen ist, dann ist das erst einmal okay. Dann gibt es weitere Blutparameter, die man heranzieht, um den Knochenstoffwechsel zu beurteilen. Das ist nicht immer hochrelevant, aber gerade unter Therapie ist es wichtig, anhand der Knochenumbauparameter, so nennt man die, zu gucken, spricht die Therapie an oder eher nicht. Was ich bei Ihnen immer wieder durchhöre, das gesamte Bild besteht gewissermaßen aus vielen, vielen kleinen Mosaiksteinchen. Und das ist dann wieder ein wesentlicher, um eben eine Aussage treffen zu können. Wir haben eine weitere Frage bekommen. Da geht es, ich glaube, das ist auch so momentan fast in der Mode, Vitamin D. Welche Bedeutung hat denn Vitamin D? Welche Blutwerte sind da richtig? Man hört leider sehr unterschiedliche Aussagen dazu. Also zunächst einmal, Vitamin D ist kein klassisches Vitamin, denn wir bilden es auch selbst. Insofern ist es eher eine Art Prohormon, aber wir brauchen die UV-Strahlung, um es bilden zu können. Im Regelfall ist in unseren Breitengraden aufgrund unseres Hauttyps die Vitamin-D-Bildungskompetenz eher nicht ganz so gut. Deswegen sollte man es tatsächlich supplementieren, also als Nahrungsergänzung einnehmen. Mhm. Vitamin D macht im Prinzip eine Förderung des Kalziumrückzugs aus dem Darm ins Blut, also die sogenannte Resorption. Es fördert die knochenaufbauenden Zellen in ihrem Wachstum und es fördert auch den Einbau von Kalzium in den Knochen. Das sind wichtige Faktoren, die Vitamin D kann. Ein sich lediglich im Normbereich befinden mit dem Vitamin D ist für einen Knochengesunden okay.
Wenn jemand aber eine Osteoporose hat, da haben wir in der Osteologie unterschiedliche Normwerte, dann stellen wir die Leute vom Vitamin D je nach Grad der Osteoporose, je nach hormoneller Ausrüstung und je nach Lebensführung unterschiedlich ein. Das heißt, da gibt es dann unterschiedliche Normwerte und die üblichen von Laboren angegebenen Normwerte, die auch die Hausärzte oftmals als Grundlage heranziehen, sind aus Sicht des Osteologen nur eine Richtgröße, aber nicht individuell genug. Heute Fragen an Sie, Professor Deichend, von Ihren Patienten, von Zuschauern. Und eine Frage, die sich auch noch auf Vitamine bezieht. Welche Bedeutung hat Vitamin K? Warum wird es nicht immer dazu verschrieben? Die wissenschaftliche Datenlage, vor allem im klinischen Bereich, zur Vitamin-K-Einnahme ist noch nicht so dick, dass man es offiziell wirklich empfiehlt, zumal Vitamin-K ein fettlösliches Vitamin ist, welches in die Blutgerinnung eingreift. Und da muss man durchaus auch ein bisschen drauf aufpassen. Es gibt Menschen, die haben ja Erkrankungen, die mit der Blutgerinnung einhergehen. Und da würde Vitamin-K durchaus auch Probleme erzeugen können. Völlig problemlos aber ist eine Vitamin-K-Einnahme so von 60 bis 80 Mikrogramm pro Tag. Das ist okay. Ich verordne es je nachdem, ob ich glaube, dass meine Vitamin-D-Substitution bzw. die meines Patienten nicht gut genug ist. Dann gebe ich es oft dazu und so weiter und so fort. Muss man auch wieder individuell entscheiden. Und dann nimmt der Patient eine Zeit lang Vitamin-K oder Vitamin-D. Und wie überprüfen Sie dann, ob dann der Vitaminspiegel, die Vitaminversorgung ausreichend ist? Anhand der Blutwerte und anhand der Knochenprogression. Wir untersuchen den Knochen unserer Osteoporose-Patienten in regelmäßigen Abständen, um zu sehen, ob die therapeutischen Maßnahmen, egal welche das sind, Früchte tragen. Wenn sie keine Früchte tragen, dann muss man was ändern. Heute Fragen an Sie, die Ihnen in der Sprechstunde immer wieder begegnen. Wir reden heute schwerpunktmäßig über Osteoporose. Kein Wunder, es ist eigentlich fast eine Volkskrankheit. Zwischen 6 und 8 Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Diese Dunkelziffer kommt daher, dass häufig Osteoporose unentdeckt bleibt. Soweit ich weiß, sind mehr Frauen davon betroffen als Männer. Welche Rolle, und dazu haben wir auch eine Frage bekommen, welche Bedeutung haben denn die Wechseljahre für die Osteoporoseentstehung? Nun, die Wechseljahre der Frau gehen ja einher mit einem relativ schnellen Abfall des Östrogens und des Progesterons. Es bedeutet, der Sprit, der die Knochen befüttert unter anderem, der fällt langsam aus, relativ schnell. Beim Mann geht das über sehr lange Zeit, da ist es das Testosteron. Bei der Frau geht es relativ zügig bergab. Das heißt, plötzlich verhungern die Knochen von innen nach außen. Und wir sehen das auch mit unserer hochauflösenden QCT, wo wir die Knochen wirklich in Schnittbildern untersuchen, dass der typische menopausal bedingt osteoporotisch gewordene Knochen von innen nach außen hohl wird. Das heißt, außen sind sie noch recht stabil, innen ist schon ein Loch. Das ist relativ typisch für einen hormonmangelbedingten osteoporotischen Knochen. Und sowas geschieht in der Regel unbemerkt, unsichtbar. Richtig, bis was bricht. Ja. Das ist der spätestmögliche Zeitpunkt, eine Osteoporose zu erkennen, wenn durch ein völlig ungeeignetes Trauma etwas bricht oder sogar spontan Wirbelfrakturen, die spontan stattfinden. Die Menschen spüren das manchmal als einen enormen Rückenschmerz, gehen zum Orthopäden, der macht dann ein Röntgenbild und sagt, hoppla, bei Ihnen ist leider ein Wirbelkörper eingesintert, so nennt man das, also eingerumpelt. Und da haben Sie vermutlich gerade dann Patientinnen, die davon überrascht werden und dann zu Ihnen eben in die Sprechstunde kommen. Genau, und da spielt dann nicht nur eine richtige medikamentöse Therapie eine Rolle und natürlich die Vitamin-D-Substitution, eventuell K, Calcium und so weiter, sondern auch eine motorische Unterstützung dieser Menschen. Man kann so viel Last von der Wirbelsäule nehmen, wenn man gute Rückenmuskeln aufbaut, nicht? Das heißt, man muss sich nicht darauf verlassen, dass mein Knochen jetzt wieder heilt. Man kann sagen, ich unterstütze das durch ein Muskelaufbautraining. Das kann ich natürlich im akuten Zustand nicht beginnen, weil mir tut ja alles weh in dem Moment. Aber nach ein paar Monaten, man kann es zum Anlass nehmen, seine Haltung zu verbessern. Und das sind wichtige Faktoren für die Zukunft. Wenn jetzt eine Patientin, ein Patient ab 45, 50 das erste Mal zu Ihnen kommt, wie sieht dann die erste Begegnung, die erste Untersuchung bei Ihnen aus?
Ja, zuallererst beginnt sie wie bei jeder anderen Erkrankung auch oder sogar beim Check-up-Patienten, der gesund ist, mit dem Gespräch. Mhm. Man erkundigt sich, wie läuft es bei Ihnen, was ist bei Ihnen schon bekannt, welche Beschwerden haben Sie? Und im Regelfall kommt man ja dann, verdichten sich ja Hinweise in eine Richtung. Bei der Osteoporose ist es ja mehrheitlich so, dass es eine Vorsorgeuntersuchung ist. Das heißt, da sammeln wir nur Informationen, die möglicherweise die Therapie oder die Entstehungsursache beeinflussen. Und dann werden die später in der Auswertung berücksichtigt. Und diese Fragen, die dann gehäuft in den Gesprächen bei Ihnen in der Praxis gestellt werden, die haben wir heute sehr kurz, sehr kompakt zusammengefasst. Auch Fragen, die per E-Mail zu uns gekommen sind. Sollten Sie Fragen, Anregungen zu der Sendung haben, herzlich willkommen. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@münchen.tv. Professor Deichend, es war spannend, Ihnen heute zuzuhören. Haben Sie vielen Dank für die vielen Antworten. Meine Damen und Herren, haben Sie vielen Dank. Bis zum nächsten Mal in der Sprechstunde.